Täglich zieht die Sonne Mallorcas etwa 50.000 Deutsche auf die Insel. Die meisten davon, um Strand und Meer zu genießen, aber auch einige einfach nur, um zu golfen. Auf der zentral gelegenen 18-Loch-Anlage von Son Goa ging es darum, zugunsten von Dolphin Aid die Schläger zu schwingen und Spenden zu sammeln. Die Organisation ermöglicht mit Hilfe der Delfine eine einzigartige Therapie für schwerbehinderte Kinder. Unter den Prominenten mit mehr oder weniger Platzreife auch Schauspieler Bernd Herzsprung und Fußballcoach Christoph Daum, für den das Turnier fast ein Heimspiel war. Ja, es ist so, dass ich eigentlich ein Holiday-Golfer bin. Das heißt, zur Sommerzeit verbringe ich hier einige Wochen, weil ich auch ein Haus hier seit Jahren auf Mallorca habe. Und da bin ich natürlich auch sehr golfbegeistert und spiele auf sehr, sehr vielen Plätzen hier, wann immer die Möglichkeit sich bietet. Eben heute dieses Dolphin Aids Tournament war ein willkommener Anlass, um mal wieder einige Leute zu treffen und für einen guten Zweck zu spielen. Hobbygolfer Herzsprung sieht das Golfen eher als willkommene Abwechslung zum Schauspielalltag. Um sein Handicap wirklich zu verbessern, dafür fehlen ihm allerdings Gelegenheiten und der unbedingte Wille, schnell ans 19. Loch zu kommen. Ach ja, ich versuche mich schon seit Jahren, taste mich so langsam ran bin vielleicht nicht intelligent genug, um aufzuhören, sage ich mal so. Es ist ein teuflischer Sport, den man hier macht. Es ist natürlich immer wieder eine große Freude, über den Platz zu laufen. Und das ist so meine Intention, eigentlich mehr Spaß zu haben, Fun zu haben an diesem Sport. Ihn nicht so tierisch ernst zu nehmen und nicht immer neurotisch versuchen, ehrgeizig zu sein, um sein Handicap zu verbessern. Doch es wäre nicht Christoph Daum, wenn ihn nicht der Ehrgeiz packen würde. Er hat abseits des Fußballplatzes mit dem Golf eine Leidenschaft entdeckt. Eingelocht wird mit Präzision, zumindest meistens. Geh rein! Auf Bernd Herzsprung wirkt das ansteckend. Der Hamburger zeigte sich nicht nur stets bemüht, sondern wuchs auch mit seinen Aufgaben. Allerdings von etwas Pech verfolgt. Natürlich, mir ist schon aufgefallen, dass der Christoph beispielsweise, dass der immer so eine Verzögerungstaktik hat und er hat eine ganz eigene Schlagtechnik und trifft aber hundertprozentig und geht wunderbar weg vom Tee. Und das mit einer fast schon unverschämten Leichtigkeit. Den Ausgleich zum alltäglichen Trainerwahnsinn beim türkischen Erstligisten Fenerbahçe Istanbul findet der Coach auf dem satten Grün. Es ist für mich aktive Entspannung, auch eine gewisse Form der Meditation, wenn die kleine weiße Kugel, der Fußball ist ja etwas größer, dann in das Loch rein muss, dann musst du alles drumherum ausblenden und musst dich nur eigentlich auf diesen kleinen Schwung, auf diesen kleinen Ball konzentrieren, dann musst du alles ausblenden und das ist für mich auch eine Form der absoluten Meditation, des Abschaltens, Konzentrierens auf den Golfsport. Ein glückliches Händchen nicht nur bei der Wahl des entsprechenden Sportgerätes gehört natürlich auch dazu. Und so spielte Fortune bisher in diesem Turnier eher auf Seiten des Ballsportlehrers. Während Schauspieler Bernd Herzsprung noch immer nicht resignierte und die weiteren Wege zum Loch nicht scheute, war Daum schon da und machte den Sack zu. In der zweiten Hälfte der netten Runde bei 34 Grad unter mallorquinischer Sonne wurde das Resultat aber zur Nebensache. Wäre auch unfair gewesen, denn im Schnitt hatten die ein Handicap von 20 zusammen und ich habe mit einer entzückenden Dame gespielt, die noch nicht so ganz, sag ich mal, zu Hause ist auf den Golfplätzen, aber wir haben uns ganz gut gehalten, glaube ich. Zumindest bis das große Wasser kam. Bernd Herzsprungs Annäherung ans Grün wurde zur Annäherung der Spieler ans grüne, feuchte Schilf. Ballsuche war angesagt. Christoph Daum fand einige, nur nicht den des Mitspielers. Nette Szenen einer lustigen Runde Golf für einen guten Zweck. Momente, die bei Vereinstrainer Daum etwas zu kurz kommen. Aber vielleicht wird er nach der WM was anderes frei. So eine Nationaltraineraufgabe ist sicherlich mit etwas mehr Freizeit verbunden, mit etwas mehr Möglichkeiten, sich auch immer wieder zwischendurch zu erholen. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen, würde ich sagen, ich tendiere eher dazu, im Vereinsfußball noch zu bleiben. Die Chance also für Bernd Herzsprung, golftechnisch aufzuholen, wo sie doch jobtechnisch schon einiges verbindet.
Fußballtrainer, das ist gar nicht so weit weg von meinem Gewerbe, weil Fußballtrainer werden auch sitzen auf dem Feuerstuhl, werden entlassen, haben einen Break, müssen sich einen anderen Verein suchen, wie wir uns einen anderen Job suchen müssen. Wenn wir irgendwo eine Produktion zu Ende gemacht haben, die Zuschauer wissen das sicher alles, dann hat man erstmal eine Auszeit und dann muss man sehen, dass man über irgendeine Seilschaft oder über irgendeinen Kontakt, sag ich mal, zu einem anderen Job kommt, nicht? Also ich freue mich eigentlich immer wieder auf neue Herausforderungen. Im Augenblick konzentriere ich mich voll auf Istanbul. Das ist eine der faszinierendsten Städte der Welt. Dort kommt Okzident, Orient aufeinander. Das gibt eine unheimliche Spannung. Da geht es ganz schön heiß her. Und dort ist eben oft der zweite Platz wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der erste Verliererplatz. Also es ist noch gar nicht sicher, dass ich auch nächste Saison trotz des zweiten Platzes 16 Punkte mehr und Champions League Qualifikation auch weiter in Istanbul bleibe. Aber dann freue ich mich wieder auf die nächste Herausforderung. Ob die dann vielleicht Liverpool heißt, FC Köln oder am Ende doch mal wieder Bernd Herzsprung, wird wohl nicht mehr unter der Sonne Mallorcas entschieden.